Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei die Sims 4, die Castaway Challenge. Und wir haben erfolgreich Charisma Level 3. Das heißt, unser neues Objekt wird heute angespült. Eigentlich sollte es schon da sein. Ich habe es aber jetzt noch nicht geholt, weil ihr Lieben, wahrscheinlich wird das heute hier somit eine Baufolge. Wir werden jetzt zusammen im Prinzip uns mal schnell das Objekt holen. Und zwar kriegen wir jetzt das Bett. Das Bett, ihr Lieben. Ich werde das erstmal irgendwo hinstellen. Da. So, wir haben das Bett. Okay. Ja. Und jetzt macht es auch Sinn, finde ich, dass wir uns hier eine Hütte hinbauen. Und dazu müssen wir aber jetzt erstmal ein bisschen irgendwie versuchen, hier Platz zu schaffen. Ich weiß nur noch nicht wie. Toll. Fängt bei der Yogamatte schon an, ein Problem zu werden. Warte mal, dann werde ich das erstmal ins Inventar machen. Das bringt ja so nichts. Kann ich das Zelt? Werden wir auch ins Inventar machen. Ja, Shaniqua, da steht sie blöd rum. Das könnte jetzt zum Problem werden, dass sie hier so steht. Aber okay, werden wir dann sehen. Warte mal, wir werden auch das erstmal im Inventar hier alles irgendwie unterbringen, damit ich hier erstmal ein bisschen freikriege. Und wir werden wahrscheinlich jetzt auch hier erst noch irgendetwas abbauen. Diese große Palme hier zum Beispiel, die würde ich mal rausmachen. Die Hütte soll zwar nicht riesig werden, aber ein bisschen Platz brauchen wir ja dann doch jetzt, ne? Ich überlege, die würde ich ja schon ganz gerne stehen lassen. Dann werden wir die eventuell noch verkaufen hier, dass wir hier ein bisschen Platz bekommen. Das da könnten wir vielleicht stehen lassen, dieses Ding hier. Das, was auch immer das ist, ich packe es erstmal dahin. Ich hoffe, das ist jetzt kein Problem hier mit Shaniqua. Wartet mal bitte. Wir werden sie mal hierhin schicken. Komm, Kind. Ach so, ja, okay. Geh mal darüber bitte. Ich brauche mal hier den Platz, Fräuleinchen. Na komm, lauf los. Genau. Geh mal dahin, geh mir mal aus dem Weg. Das ist wunderbar. So, wie geht das jetzt hier? Also, wir brauchen auf jeden Fall schon mal Wände. Ich hoffe, unser Geld reicht. Wie mache ich das jetzt am besten? Soll jetzt nicht riesig werden, logischerweise. Darf natürlich auch nicht zu klein werden. Das ist hier ein Problem. Das ist hier ein Problem mit den Pflanzen einfach. Warte mal, wenn wir die einfach mal hier, die eventuell, können wir die hier irgendwo. Rrr. Ja, ich habe jetzt keinen Cheat aktiviert. Müssen das jetzt erstmal versuchen, so umzustellen, ohne Move Objects irgendwas. Warte mal. Erstmal dahin. Das müssen wir dann auf jeden Fall noch aufräumen. Shaniqua braucht ja jetzt gerade erstmal hier nirgendwo hingehen. Von daher sollte das so gehen. Eventuell das Ding hier noch. Das doch mal irgendwo, warte, warte, da rein, genau. Das sieht gut aus. So, Moment. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Platz. Also, wie gesagt, ich denke, das wird heute hier eine Baufolge werden. Wenn wir das so groß machen. Ich finde das ganz schön riesig, aber die Sachen, die sie hat schon und die sie auch noch bekommt. Die nehmen ja auch ein bisschen Platz weg. Das darf man jetzt auch nicht vergessen, ne? Oh, ich finde das schon ganz schön groß hier. Jetzt mal wirklich. Nein, mach das weg. Das wollte ich nicht. Ich will das mal anklicken hier. Wie hoch ist das Ding? Nee, also. Nee, 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 nee. Mach das zurück. Also das ist jetzt schon die kleinste Höhe. Wenn wir das mal hier hinschieben, ein Stück darüber. So, das wäre doch schon mal gar nicht so doof. Vielleicht. Oh, ich finde das riesengroß, ne? Aber nehmen wir mal jetzt das Bett als Beispiel hier rein, dann seht ihr schon. Da bleibt nicht mehr so viel Platz nachher. Was macht sie denn da hinten? Erstmal strecken und räkeln. Okay.
Na gut, ja, da guckt die Pflanze rein. Ja, ich denke, auf die Größe hier wird es hinauslaufen. Gib mir mal gerade die ganzen Wände. Jetzt wollen wir mal gucken. Türen. Da hätte ich natürlich schon ganz gerne irgendwas in einer Holzoptik, logischerweise. Es soll ja ein bisschen wenigstens aussehen wie eine Strandbude. Was ist denn mit der hier? Ja, zum komischen. Okay, die kriege ich nicht mittig. Was ist mit der? Kriege ich auch nicht mittig. Ich möchte aber gerne mittig. Ich mag mittig. Mittig finde ich total gut. Warte mal, was ist mit der hier? Mittelalterlicher Eingang? Haben wir nicht irgendwas, was aussieht wie so ein Holzbretterverschlag? Ja, das ist eine Doppeltür. Nee, eine Doppeltür will ich nicht. Ach, Mann. Fängt ja gut an. Was ist mit der einfachen hier? Die vielleicht. Die könnte ich mal reinmachen. Fenster. Zeig mir mal die Fenster. Eventuell sowas mit einem Fensterladendings. Sowas wie das hier zum Beispiel. Das finde ich dann ganz passend, oder? Zeig mir mal. Boah, das ist aber auch groß, ne? Das mal da rein. Die hier mal dahin. Ja, okay. Sie soll ja ein bisschen Licht haben. Warte mal. Falsche Richtung. Da auf jeden Fall auch ein Fenster, würde ich meinen. Ich finde das mit diesen, ne? Mit diesen Klappdingern halt sehr schön. Ist das nicht noch irgendwie mal in kleiner oder so? Die hier. Lösungsbord. Nee, warte, mach mal weg. Mach mal irgendwo hinweg hier. Wie kriege ich denn das doofe Fenster jetzt weg? Nicht mit Escape? Nee. Ja, hier kommt, da verkauft das. Das will ich mir mal angucken. Das ist riesig. Ich muss Cheat aktivieren, das ist ja blöd so. Aber ich kenne die Cheats natürlich gerade nicht auswendig. Wie soll es auch anders sein? Noch irgendwas in der Art? Nee, so richtig nicht, ne? Meh. Das ist alles meh. Ja, dann vielleicht doch wieder das hier. Mach das mal dahin. Und das, nee. Hier, das hätte ich gern daneben. Okay, bin mir unsicher. An der Seite finde ich es okay, vorne finde ich es irgendwie kacke. Mach mal weg. Haben wir da irgendwas anderes, was ich nehmen kann? Das hier? Nee, das ist ja doof. Das ist ja doof. Was ist mit dem hier? Das ist mir eigentlich zu groß. Was haben wir denn hier mit dem vielleicht? Ja, kriege ich auch wieder hier nicht mittig gerade rein. Also das könnte sein, dass ich dann in der Aufnahmepause nochmal alles ein bisschen verschiebe hier mit Cheat. Wie gesagt, es tut mir leid, ich habe die Cheats gerade nicht. Ich kenne sie nicht auswendig. Könnte man denn da noch für ein Fenster nehmen? Für so ein kleines vielleicht. Warte. Das mal weg. Gib mir das Kleine nochmal, das fände ich in Ordnung. Packen wir es mal da gerade hin. Zu viele Fenster ist natürlich auch blöd, wenn wir dann innen drinne irgendwas dahinstellen. Das ist ja dann im Weg, ne? Aber ich möchte natürlich schon ganz gerne, dass sie auch ein bisschen Licht hat. Wenn wir das jetzt steht ja das Bett da. Okay, das würde aber nicht stören, oder? Also von außen würde es nicht stören mit dem Bett. Warte, mach mal weg. Nö, das wäre okay da an der Ecke, ne? Wenn das Bett da stehen bliebe. Okay, ja, ich denke, das könnte man machen. Und hinten würde ich jetzt gar kein Fenster machen, weil es eh nicht interessant ist. Da bleiben die Bäume stehen. Da könnten wir dann noch andere Sachen aufstellen. Okay. So, dann hätten wir das schon mal so weit. Wie gesagt, die Fenster werde ich noch mal gucken, ob ich die verschoben kriege. Irgendwie, dass die ein bisschen mittig oder sowas sind, ne? So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir das ein bisschen in Holzoptik kriegen. Damit es auch so aussieht, wie es aussehen soll. Was haben wir denn hier?
Nur keine Angst, okay? Nur keine Angst in... Jawohl. Das finde ich doch schon mal schön. Das sieht gut aus. Es passt auf jeden Fall. So, warte. Ich bräuchte mal... Ja, jetzt brauchen wir das Dach noch auf jeden Fall. Dach ist immer so irgendwie eine Problemzone, finde ich. Wie könnte man das machen? Dieses Walmdach erstmal da drauf packen? Das geht dann zu allen vier Seiten gleichmäßig. So, jetzt schieben wir das erstmal hier so ein bisschen passend hin und her. So, ja, das muss jetzt da drüben noch angepasst werden. Nein, ich wollte nicht den Baum verschieben. Manchmal ist die Kamera einfach furchtbar hier, ne? So wollte ich das jetzt erstmal. Und dann möchte ich hier auf jeden Fall, dass irgendwie umrandet ist. Was haben wir denn da? Das sieht ja scheiße aus. Okay, gib mir das mal. Das wäre eventuell was. Wie sieht das hier aus? Das Braun passt ja gar nicht irgendwie. Was ist mit dem hier? Gib mir mal das Braun hier gerade. Das vielleicht? Bin mir nicht sicher. So, warte. Das Dach. Achso, das passt ja hier noch nicht. Das passt da drüben noch nicht. Da müssen wir noch mal ziehen, bitte. So. Okay, eventuell. Also wir sollen... Dachmuster. Wir sollen auf jeden Fall das hier benutzen. Finde ich auch in Ordnung. Okay. Finde ich schon mal gar nicht schlecht. Was in der Farbe? Ne, das ist mir zu dunkel. Können wir mal anderes Licht haben? So, okay, warte mal. Das Helle nochmal. Das möchte ich nochmal sehen. Ich glaube, ich möchte das Helle nehmen. Ich finde, das passt ganz gut. Sieht ein bisschen aus wie die Palmen, ne? So, jetzt ist die Frage, wollen wir das ein Stück vorziehen, dass wir so einen Übersprung haben? Ja, warum nicht? Lass mich mal hier gucken. Ich muss noch mal auf die Rückseite. So, einmal hier auch noch rausziehen. Okay, ich glaube mit mit so einem Vorsprung finde ich das irgendwie besser. Aber der Vorsprung ist natürlich gewaltig, ne? Wenn wir das Dach jetzt ein bisschen tiefer machen, dann finde ich das auf jeden Fall schon mal besser. Und eventuell können wir das mal... Nein, das war zu viel. So viel wollte ich nicht. Ich wollte es nur ein bisschen... So ein bisschen, so einen leicht chinesischen Touch, wenn ihr versteht, was ich meine, was ich will. Ich finde das schon mal gar nicht so schlecht jetzt hier, oder? Was meint ihr dazu? Noch flacher würde ich es jetzt gar nicht machen wollen. Aber irgendwie finde ich, passt der Vorsprung nicht. Wenn wir den wieder ranschieben, wie würde das... So, warte mal. Wie würde das dann aussehen? Gib mir mal den Pfeil da, dankeschön. Ja, aber das sieht doof aus. Das sieht ja aus wie gewollt und nicht gekonnt. Kann man denn nicht nur so einen halben Vorsprung hier haben? Ne, nicht ganz so viel? Jetzt habe ich es, glaube ich, gerade gar nicht verschoben. Ne? Das ist mir eigentlich zu viel hier. Ist jetzt auch irgendwie viel zu viel, ne? Oder? Jetzt bin ich völlig... Jetzt sehe ich es auch irgendwie nicht mehr. Jetzt habe ich irgendwie gerade Matsch auf den Augen. Ja, da soll das hin. Okay. Ja, ich glaube... Nein, das sollst du nicht. Ich will doch nur den Pfeil hier, bitte. Da, auf die Hälfte hätte ich es gern. Warum geht das nicht? Warum muss das so viel sein? Habe ich den Pfeil oder habe ich die Palme? Ich weiß es nicht. Okay. Also ich denke, okay, mit Vorsprung. Aber es ist eindeutig zu viel Vorsprung. Es sieht voll blöd aus. Ach, Manu. Ich finde, es ist auch immer noch zu viel hier, ne? Oder? Alter, wie weit ragt denn das Dach hier bitte raus?
Da soll das hin. So, hinten habe ich den Vorsprung noch, ne? Ja. Oh Gott, oh Gott. Ich hasse Dächer bauen. Es dauert immer ewig. Also ich krieg das schon irgendwann hin, wie ich es möchte, aber es ist jedes Mal eine Tortur. Aber an sich, ihr Lieben, ja, also ohne Vorsprung geht es nicht, finde ich, hier oben im Dach. Es muss schon mit sein, aber das ist eigentlich zu viel, aber besser als gar nicht. Also ich würde dann fast dahin tendieren, dass wir das hier so lassen. Das finde ich schon mal gar nicht schlecht dann, ne? Die Farbe finde ich auch gut. So, warte mal. Dann wollen wir mal hier reingehen. Und dann werden wir auch... Wo ist denn die Pipette hier? Das werde ich auf jeden Fall innen auch benutzen. Das finde ich nämlich absolut in Ordnung. Und dann brauchen wir noch einen Fußboden. So, das ist, sind die verwitterten Dielenbretter. Die finde ich auch total in Ordnung. Es ist halt eine Holzhütte. Ich meine, wir sind auf einer Insel. Und wir wollen hier keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, ne? Das soll ja schon so eine Bambusbude werden. Bambus haben wir nicht, ne? Hier Kork oder Häckselholz. Wie sieht denn das aus? Ach, nee. Nee, dann lieber den Holzfußboden. Bambus oder sowas? Gibt's nicht, ne? Mal kurz durchgucken, ob hier irgendwie auf den ersten Blick was Interessantes ist. Steinboden wäre natürlich vielleicht auch noch eine Option. Aber dann finde ich das mit dem Holz eigentlich irgendwie ein bisschen realistischer. Oh, so viele Kieselsteine. Nee, Kiesel nicht. Obwohl ich die echt cool finde. Was haben wir hier noch? Mauerwerk. Nee, ich denke, wir bleiben bei dem Holz. Ich finde das Holz super. Vor allen Dingen, wie gesagt, ich finde es realistisch. Und man könnte natürlich hier auch hier eine grüne Blumenwiese reinmachen. Aber es ist auch eher nicht so realistisch. Ach so, das kann ich hier nicht anwenden. Schade eigentlich. Zeig mir doch die Farben nochmal. Wir hatten jetzt das hier, ne? Ja. Das hellere hier? Nee, das mag ich nicht. Was mit dem? Das finde ich auch nicht schlecht. Das ist noch ein Tucken heller. Warte mal, dann müssten wir hier nochmal gucken. Aber hier haben wir nur die Farbe. Heller haben wir hier nicht, ne? Das ist eher grau. Kann ich mal ein anderes Licht kriegen irgendwie gerade? Nee, das ist dann dunkler. Andere Holzfarbe hier drin nehmen. Bin mir nicht sicher. Weil ich stelle mir halt vor, sie meißelt sich das ja alles aus einem Stück. Also aus einem Holz, aus einem Baum. Da hat man dann einfach auch nicht so verschiedene Holzfarben. Da fände ich das hier schon am passendsten irgendwie, ne? Ich denke, wir lassen das so. Das Dach ist doof. Jetzt mal ehrlich. Warte mal, wird das Dach vielleicht besser, wenn ich doch nochmal hier dieses Ding verändere? Was haben wir denn hier? Eine helle Farbe. Jawohl! Das finde ich... Oh, das finde ich gar nicht so schlecht. Das ist jetzt so ein freundliches Beige. Nee, warte mal. Das will ich nochmal sehen in dem Beige. Nein, das nicht. Was ist mit dem? Nee, das gefällt mir nicht. Zeig mir das hier nochmal. Oh, das wird ja mal schlimmer. Nee, nee, nee. Warte mal. Und das hier ist... Geht gar nicht. Geht gar nicht. Nein, also dann würde ich sagen, wir lassen das so, wie es ist. Das finde ich gar nicht schlecht. Das ist nicht so auffällig dann, ne? Mit dieser, wie heißt das eigentlich? Bordüre. Bordüre oder so. So, ich will nochmal an den Fenstern gerade gucken, wegen Le Farben. Ich würde vorschlagen, da machen wir auch dieses Dunkle. Was ist hier mit der Tür? Ja, das machen wir alles dunkel. Was ist mit den Fenstern hier? Die kriegen wir auch dunkel. Okay, dann machen wir das auch. Das finde ich nett. So, und hier drüben die beiden auch noch. Machen wir auch dunkel. So, okay. Ich denke, damit kann man leben. Sieht auf jeden Fall so ein bisschen aus wie eine Inselhütte, irgendwie mit viel Fantasie. ich will aber gerade mal duschen. Die Hütte ist... ich will mal gerade duschen, ja. Duschen will ich dann auch noch irgendwann. Ich würde das jetzt anpassen wollen, ne? Ja.
damit das ein bisschen zur Hütte passt. Das Waschbecken machen wir also auch dunkel. Kann ich den Spiegel auch noch? Nö, den kann ich nur noch heller oder hässlich machen. Okay, dann bleibt der Spiegel, wie er ist. Und dann überlege ich. Aber Outdoor-Dushing finde ich eigentlich sehr nett. Ich würde also die Dusche jetzt auch gar nicht hier in die Hütte stellen wollen. Mal so im Ernst. Na gut, schauen wir mal. Jetzt ändern wir erstmal gerade wieder. Nein, ich muss eins tiefer, ne? Genau. Sorry, so. Ja, mein Inventar, ich weiß. So, warte mal. Die Yogamatte. Wie könnten wir die denn jetzt erstmal hier hin platzieren? Schauen wir mal. Jetzt ist mir der ganze Platz hier weg. Ja, ich fürchte, so ein bisschen wird Mathilda jetzt weichen müssen. Ruhe in Frieden, mein Schatz. Du kommst mal ins Inventar. Ich brauche jetzt hier den Platz. Und dann bauen wir nämlich das erstmal hier hin. So, was hatten wir denn jetzt noch weggeräumt? Das hatten wir weggeräumt. Ja. Lass mich mal überlegen, scharf nachdenken. Wenn wir mal das einblenden. Eventuell stellen wir dann hier mal, machen wir vor die Hütte die beiden, oder besser die drei, stellen unsere Fische da erstmal wieder drauf. Die stehen jetzt erstmal direkt vor der Tür zum Anglotzen. Finde ich gar nicht so doof. Den Esstisch, ja, also ich fürchte, ihr Lieben, mit dem Esstisch, ja, den könnten wir jetzt aufbauen, aber wir kriegen ja später auch noch Sachen dazu. Nee, lass mal. Den Esstisch nicht. Und die Stühle auch nicht. Das ist alles blöd. Wir könnten aber doch jetzt mal unsere... Oh, warte mal hier. Unsere schicke Wanddeko. Die können wir doch vielleicht schon mal hier reinmachen einmal. Was hatten wir noch? Ein Wandregal. Das hat sie auch so schön selber gemacht. Das baue ich ihr auch vielleicht erstmal dahin. Nein, so nicht, junge Frau. Ich möchte das so haben. So, dann haben wir doch da schon mal auch ein bisschen Deko drin. Das finde ich doch gar nicht mal so blöde hier. So, okay. Ja, Hütte steht. Frösche sind platziert. Kann ich die hier farblich auch nochmal ändern? Nee, kann ich nicht. Das ist ja doof. Ach, schade. Schade, ich hatte gehofft, wir können das ein bisschen anpassen. Aber okay, können wir nicht. So, was wir jetzt eventuell hier hinten nochmal veranstalten. Wir schieben jetzt hier mal die Büsche irgendwie hier so ran. Jetzt kommt sie hier aber wahrscheinlich nicht mehr durch, oder? Ach, ist das alles kompliziert. So, der kommt dahin. Hier, der kleine Spatz kommt mal hier drüben irgendwie. Guck mal da. Dann räumen wir hier mal ein bisschen auf. Da haben wir da auch noch eine Pflanze. Die kann doch bestimmt irgendwie hier hin. Oh, ich sehe auch hier irgendwie gar nichts mehr so richtig. Ne? Das kommt mal da rein. Aber ich fürchte, hier werden wir jetzt mal freiräumen müssen. Sonst kann Janiqua hier gar nirgendwo mehr hin. Das platzieren wir hier jetzt mal irgendwie. Versuchen wir irgendwo. Irgendwo, wo es nicht geht. Okay, das kommt mal dahin. So, hier haben wir noch den Farn. Kann der hier irgendwie... Ja, okay, hier bin ich mir nicht sicher, ob sie da durch kann. Den würde ich nochmal abräumen wollen. Der kann ja eventuell... Guck mal, hier hinten ist doch irgendwo bestimmt noch ein Plätzchen frei. Mann! Ach, ist das alles voll hier. Alles klar, dahin. Passt dann schon. Wie gesagt, also ich denke, das werde ich nochmal nachbearbeiten gleich in der Aufnahmepause. Aber... an sich finde ich das doch schon mal gar nicht so schlecht hier. Warte mal, können wir das mal hier rausholen? Das platzieren wir ihr mal hier vor der Tür irgendwie da vielleicht. Oder hier an der Ecke, das finde ich hübsch. Ach, das finde ich hübsch. Ich hoffe, sie kommt da durch. Und dann würde ich sagen, der Häuserbau, ihr Lieben, ist somit erstmal abgeschlossen. Jetzt überlegt mal hier, ne? So eine kleine Scheißhütte, die ich jetzt gebaut habe. Und wir sind schon knapp bei 25 Minuten. Könnt ihr euch vorstellen, wie lange ich immer brauche, bis ich mal was Größeres baue. Naja, okay, aber ich würde sagen, das ist dann erstmal abgeschlossen. Und wir machen regulär weiter in der nächsten Folge. Zumindest hoffe ich das.
Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Ich hoffe natürlich, ihr seid dann wieder mit dabei. Und bis dahin, eure Trin.